Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Also ich freue mich schon mal, dass ich dabei bin in meinem Video, weil ja, für mich haben wir heute wieder ein wichtiges Thema. Ich muss schon immer lachen, ja. Also ja, ich weiß, jedes Thema ist wichtig und nicht nur für euch, sondern auch für mich. Und wir lösen heute bei uns allen was auf. Denn bei mir ist es so, dass ich festgestellt habe, gerade auch heute, und deswegen bin ich jetzt auch nicht so super fit, dass immer wieder bei mir sich alte Themen bemerkbar machen. Und bei mir ist es so, dass ich es zum einen immer körperlich fühle und aber auch emotional. Und vielleicht geht es euch auch so oder dem einen oder anderen von euch, dass man sich dann körperlich nicht so fit fühlt oder Schmerzen hat und man dann vielleicht die Parallele erkennt zu emotionalen Themen oder auch manchmal nicht. Also bei mir ist es so, dass ich es immer im Bauchbereich spüre, ganz stark. Und ich wirklich auch seit ja, vielen Monaten, fast schon Jahren, da ganz viel an mir rumgedoktert habe und immer auf der Suche war nach irgendjemandem oder irgendetwas, was mir da helfen kann, weil ich mich zwischendurch immer wieder so total aufgebläht fühle, so voll, ja, so kraftlos, weil der Bauchbereich, da sitzt ja auch unser inneres Feuer. Und wenn das nicht brennt oder wenn das nicht immer brennen kann, dann haben wir nicht so viel Energie zur Verfügung. Und häufig hindern, behindern, blockieren uns alte Emotionen daran, unser inneres Feuer dauerhaft zu entfachen. Und ich weiß ja zwischendurch, wie wunderschön und energievoll das ist, wenn es brennt. Und ja, es ist natürlich schön, wenn die Flamme dauerhaft brennt und nicht immer wieder an und ausgeht. Und ja, da spüre ich eben bei mir immer wieder, dass an manchen Tagen noch mal was hochkommt und ich mich total voll und aufgebläht fühle. Und natürlich kann man im ersten Moment sagen, naja, vielleicht hast du irgendwas gegessen, was du nicht verträgst. Und aus meiner Sicht ist es aber so, dass wir im Außen zu Dinge greifen, die unsere inneren Themen hochtriggern. Ja, also auch wenn wir zu Nahrung greifen, die wir nicht vertragen oder die uns nicht gut tut, dann triggert die in Wahrheit ein altes emotionales Thema hoch, dass es nochmal fühlbar wird. Denn erst wenn es fühlbar wird, können wir es auch heilen oder erkennen, dass da noch was feststeckt. Und deswegen ist es nicht der Sinn oder ist es nicht zielführend zu sagen, ja, ich esse jetzt irgendwas, was mir nicht gut tut, ich finde raus, was das ist, dann lasse ich es weg und dann ist alles gut. Nee, ist es nicht, weil es ja immer noch in uns drin steckt. Und das ist das Wichtige, das zu erkennen, dass wir die alten Themen befreien und aus uns rausholen, dass wir zum einen aber nicht nur das Alte ausmüllen, sondern dass wir auch lernen, zukünftig das nicht erst, also nicht wieder aufzunehmen. Also auch beim Bauch steckt häufig alte Wut fest oder es überträgt sich auch die Wut der anderen auf uns über den Bauchbereich. Natürlich können wir jetzt ausmisten. Aber wenn du einen wütenden Menschen da im Umfeld hast, darfst du dir auch immer die Frage stellen, warum ist der noch da? Also was ist meine Lernaufgabe? Und da ist es eben auch häufig zu lernen, sich abzugrenzen und zu lernen, Wut selber gesund zu äußern, damit man nicht immer mit der Wut der anderen beladen wird. Und dass man Wut, und jetzt weiß ich auch, wo die Lut herkommt, Wut zu Liebe transformiert und auch die Angst zu Liebe. Denn alle niederen Gefühle wie Wut oder Trauer entspringen aus der Angst und Angst ist der Gegenpol von Liebe. Und wir werden heute diese alten Gefühle ausmisten und werden sie durch Liebe ersetzen, ja, beziehungsweise transformieren. Weil jedes Gefühl ist Energie und Energie ist im Endeffekt immer gut. Wir selber dürfen nur lernen, sie zu lenken, gesund zu lenken, nicht gegen andere zu richten, nicht gegen uns zu richten
Und ja, wir dürfen lernen, mit unseren Gefühlen klarzukommen, aber wir dürfen auch erkennen, dass wir häufig ein emotionaler Mülleimer sind, weil in unseren Zellen häufig noch ganz viel alter Kram abgespeichert ist. Und den gilt es zu erlösen. Deswegen bitte im Hinterkopf behalten, dieses Video ersetzt nicht eure Lernaufgaben. Es ersetzt nicht, dass ihr lernt, eure Gefühle gesund zu äußern, Wut gesund zu äußern. Es dient nur dazu, alte Gefühle, die euch mal übertragen wurden oder die ihr noch in euch tragt und die ihr jetzt, wenn ihr das Video seht, euch anseht, nicht mehr braucht. Diese Gefühle werden wir befreien. Und deswegen könnt ihr euch das Video auch immer wieder zwischendurch ansehen, wenn wieder was hochkommt und spürbar wird, um das dann wieder zu befreien, weil es eben auch häufig häppchenweise geht. Und ich spüre es ja bei mir auch immer. Es ist nicht so, dass an einem Tag plötzlich alles hochkommt, sondern es ist immer so portionsweise. Und heute habe ich eben wieder gespürt, so weil ich so total aufgebläht bin und so mich so komisch fühle, habe ich gespürt, da ist wieder was. Habe mir auch wieder so die Frage gestellt, wer oder was kann mir denn jetzt bitte schon helfen? Habe ich kurz meditiert und habe die Antwort bekommen, was das Thema ist bei mir im Bauch. Ja, dass es alte Ängste und alte Emotionen sind und dass ich die heute auflösen darf mit euch zusammen. Einmal für mich und für euch, denn behaltet immer im Hinterkopf, wenn wir unseren Seelenweg gehen, heilen wir uns selber. Also nicht nur ich, auch mit meinen Videos, sondern auch ihr, egal was ihr in die Welt bringt. Und deswegen ist es wichtig, die Verantwortung da auch immer zu übernehmen. Und ich bin auch immer so ein Mensch, der dann irgendwo rumläuft und sagt, wer kann mir helfen? Was kann ich tun? Ja, und da werde ich immer wieder dann zu mir zurückgeführt, dass ich das selber tun darf. Und das gibt einem am Ende immer ein schönes Gefühl. Und dieses schöne Gefühl werden wir hoffentlich heute alle am Ende dieses Videos haben. Denn auch wenn ich einen Impuls gebe, dass dein System aufräumen darf, ist es letztendlich deine Seele, die heute entscheidet, was du nicht mehr brauchst, was du gehen lassen darfst. Und es ist zu jeder Zeit deine Entscheidung und dein Tun. Ja, also ich gebe euch einen Schubs, aber ihr tut es selber. Und das ist wichtig, dass ihr euch das immer vor Augen führt, egal was ihr löst es mit Hilfe eurer Seele. Ihr seid eure Heiler und ihr seid eure Führer. Seid euch das bitte immer bewusst und dass ihr das alles aus eigener Kraft schafft. So, und jetzt freue ich mich auf die kommende Meditation und ich bin total gespannt. Ihr dürft euch wie immer einfach entspannen. Ihr dürft euch mit eurer Seele verbinden. Und das geht schon, indem ihr einfach euer Herz öffnet für eure Seele, für die Liebe, für eure Gefühle und euch entspannt. Ihr könnt euch hinlegen, ihr könnt euch zurücklehnen, ihr könnt auch einfach sitzen bleiben. Wichtig ist einfach, dass ihr euch entspannt und dass ihr euch einlasst auf diese Energien. Und dass ihr euch bewusst seid, dass eure Seele nur das macht, was für euch zu eurem höchsten göttlichen Wohl ist. Es kann nichts passieren, es kann nichts schief gehen. Beobachte deine Gefühle, beobachte deinen Körper, was sich verändert und lass deine Seele das machen, was für dich jetzt wichtig und richtig ist. Und bevor wir starten, dürfen wir ganz bewusst in unseren Bauch, in unseren Magen-Darm-Bereich einatmen. Denn vieles denken wir sitzt im Bauch fest, aber vieles ist auch im Darmbereich. Ganz alte Themen, die wir gar nicht mehr brauchen. Alter Ballast, der uns nur noch blockiert, der uns behindert, uns aufzuschwingen und voranzukommen. Ganz, ganz alte Gefühle,
von uns oder die uns von unserem Umfeld übertragen wurden. Ängste, die wir abgenommen haben, Wut, die wir aufgenommen haben. Und das steckt häufig im Magen-Darm-Bereich fest. Und jetzt wollen wir uns mit der Intention mit unserer Seele verbinden, dass wir diese alten Gefühle von uns aus der Vergangenheit oder von anderen Menschen, die wir aus einer Nettigkeit abgenommen haben, dass wir die auflösen, transformieren aus Ängsten, darf Liebe werden. Wut, alter Schmerz, Trauer, all das, was uns nur noch belastet und behindert, dabei unseren Weg, unseren Seelenweg weiter zu beschreiten, all diese niederen Gefühle wollen wir jetzt gehen lassen. Und du darfst dabei auch die Augen schließen und dein Herz öffnen. Spür in deinen Magen-Darm-Bereich hinein. Spür in deinen Körper hinein. Vielleicht steckt auch woanders was fest, was sich jetzt heute und hier lösen möchte. Beobachte dein Herz, wie es schlägt. Wie es vielleicht schneller schlägt vor Vorfreude. Weil es fühlt, wie nun die Liebe in dein Herz kommt, wie deine Seele mehr und mehr durch dich wirken darf. Alle alten, niederen Gefühle, aller Ballast, Blockaden aus diesen oder anderen Leben, von dir oder von deinen Mitmenschen. All das lassen wir gehen. Fühl die Verbindung zu dir, zu deiner Seele. Fühl die Sicherheit, fühle die Liebe, fühle deine Liebe, die dich nährt und die dir hilft, die alten Gefühle zu erlösen. Und die Liebe einzugeben in deinen Körper, in deine Zellen, in dein Magen-Darm-System. Spür jede einzelne Zelle in dir, wie sie sich freut, dass du unbeschwert, leichter, erleichtert fortan durch dein Leben schreiten darfst. Nimm nochmal einen ganz tiefen Atemzug und spür, wie sich alles entspannt und löst. Geh in dieses wohlige, wunderschöne Gefühl der Vorfreude. Fühle, wie dein inneres Feuer beginnt zu brennen. Vielleicht siehst du, wenn du in dich hineinspürst, eine kleine Flamme, die beginnt in der Dunkelheit zu lodern. Und diese kleine Flamme wird genährt durch deine Liebe. Und durch deine Liebe wächst die Flamme und sie wird größer und größer. Sie breitet sich in deinem Magen-Darm-Bereich aus. Sie wärmt deinen Körper. Mit wohligem Feuer. Deine Leidenschaft darf brennen. Deine Leidenschaft darf für dich und für andere brennen. Dein inneres Feuer nährt deine Liebe, aber sie verbrennt alles, was dich behindert und belastet. Und was du jetzt nicht mehr brauchst. Mit deinem inneren Feuer verbrennst du all deinen Ballast. Atme tief in deinen Bauch hinein und spür dein Feuer.
Lass es brennen. Lass es arbeiten für dich und für andere. Statt anderen oder dir damit zu schaden, wirst du in Zukunft dir und anderen mit deinem inneren Feuer helfen. Atme noch einmal tief in deinen Bauchbereich ein und spür die Wärme, spür die Liebe und spür die tiefe Erleichterung in dir. Vielleicht spürst du es körperlich, vielleicht spürst du es emotional. Und egal, wie es sich nochmal lösen möchte, beurteile es nicht. Lass es gehen. Lass es los. Lass los. Und wenn du dich bereit fühlst, dann darfst du langsam wieder deine Augen öffnen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, was ihr fühlt. Ich habe zwischendurch gespürt, wie mein Herz total schnell angefangen hat zu schlagen, so als würde das so richtig pumpen und arbeiten. Dann habe ich gespürt, wie ja in meinem Bauch dieses Feuer entfacht ist und wie mein Körper so ein bisschen begonnen hat, auch zu zittern. Also lasst es bitte auch zu, ja, weil auch wenn wir zittern, werden Themen gelöst, gelockert und auch befreit. Egal was es oder wie es jetzt auch hochkommen mag bei euch, ob ihr vielleicht auf die Toilette geht, ob ihr vielleicht weinen möchtet, ob ihr vielleicht mal kurz schreien möchtet, ob ihr kurz springen möchtet oder tanzen, euch bewegen oder nochmal atmen, in die Natur gehen wollt. Egal was ihr jetzt für ein Bedürfnis habt, bitte geht diesem Bedürfnis nach. Gebt euch noch ein bisschen Ruhe. Legt euch vielleicht noch mal ein bisschen hin. Also ich spüre es extrem stark gerade. Und ich gucke jetzt mal, was der Tee dazu noch zu sagen hat. Zu unserem inneren Feuer. Da steht: Im Vergeben zeigt sich Größe. Ja, also es ist wichtig auch, ja, zu vergeben, auch Menschen, die uns ihren alten Ballast eingegeben haben. Also wie gesagt, ich spüre das wirklich immer deutlich, auch körperlich bei mir, wenn Menschen in meinem Umfeld sind, die mir nicht gut tun. Mein Körper gibt mir nicht sofort ein Signal, sondern er gibt mir nicht nur Signale, sondern manchmal, häufig in der Vergangenheit, habe ich auch die niederen Gefühle der anderen aufgesaugt, um das denen abzunehmen. Und da war ich häufig auch richtig wütend, weil wenn dann diese Menschen wieder intuitiv zu mir kamen, ja, und mich als emotionalen Mülleimer missbraucht haben, wurde ich wütend und habe gesagt, hey, zu mir oder auch zu den anderen, es tut mir nicht gut und ich wollte die so aus meinem Leben verbannen, weil ich die als böse klassifiziert habe. Bis ich aber gemerkt habe, hey, es ist meine Lernaufgabe, Grenzen zu setzen, um die in Zukunft nicht mehr aufzusaugen. Und wenn ich das lerne, Grenzen zu setzen, dann muss ich nicht mehr böse, sauer und wütend auf die sein, weil dann nehme ich das gar nicht mehr in mir auf, auch wenn die in meinem Umfeld sind. Und das ist das Schöne. Deswegen seid nicht böse auf Menschen, die euch mit ihren Gefühlen vergiften, denn es ist eure Lernaufgabe zu lernen, dass ihr euch schützt energetisch, indem ihr lernt, Wut gesund zu äußern und auch den Zugang zur Trauer zu finden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und ich werde euch auch zu diesem Thema noch weitere Videos verlinken in der Infobox.
Und ich spüre es, wie mein Magen auch schon krummelt. Genau, und deswegen seid bitte nicht böse auf diese Menschen. Ich kenne es bei mir aus der Vergangenheit, dass ich das dann war. Also, beziehungsweise, ja, seid schon mal wütend, wenn ihr diese Wut, die Wut wieder spürt, ne? Weil die schlimmste Form der Wut ist die, wenn man gar nicht mehr spürt. Deswegen, wenn ihr irgendwo wütend seid, lebt das, aber projiziert sie nicht auf die anderen und gebt nicht den anderen die Schuld, weil damit helfen wir uns nicht. Wichtig ist wirklich, den Menschen zu vergeben, die uns zugemüllt und verletzt haben, weil das die wichtigen Lernpartner waren und wir uns nicht helfen, wenn wir immer nur wütend auf die Menschen sind. So möchte ich sagen. Ja? Seid gerne mal wütend, das ist nicht schlimm, sagt denen auch eure Meinung, aber dann gibt ihnen nicht die Schuld einfach nur und sagt so, ich muss die jetzt aus meinem Leben verbannen und dann kommen nämlich wieder neue nach. Also ihr dürft ruhig Menschen verabschieden, die euch nicht gut tun. Aber erkennt und löst bitte immer eure Aufgabe, die dahinter steckt, weil sonst kommt der Nächste nach. Und so ist es gemeint. Ja, der Ursprung liegt immer in der Familie, im Elternhaus. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, wenn ihr jemanden ablehnt und sagt, meine Eltern tun mir nicht gut, dann haut ihr ab. Dann bekommt ihr vielleicht einen Partner oder einen Chef vorgesetzt, der euch wieder diese Themen spiegelt. Dann könnt ihr wieder sagen, oh, mein Chef ist blöd oder mein Partner. Und wieder weitergehen und dann werdet ihr aber das Thema wieder präsentiert bekommen. Deswegen ist es so wichtig, wirklich allen Menschen, die in der Vergangenheit euch verletzt haben, zu vergeben, um zu erkennen und zu erkennen, dass es in Wahrheit Menschen waren, die euch geholfen haben zu heilen und die euch die Themen gespiegelt haben. Ganz, ganz wichtig. Und dann können wir auch vergeben, wenn wir das erkannt haben. So, das war es jetzt zu dem Thema. Ich bin natürlich total gespannt, was ihr kommentieren oder berichten werdet, wie sich das für euch angefühlt hat, auch während der kurzen Meditation. Wie es sich jetzt für euch anfühlt, was sich für euch vielleicht noch lösen wird, auch in den kommenden Tagen, was sich körperlich tun wird und was sich auch emotional tun wird und vielleicht eben sogar beides in einem. Also ich spüre bei mir, wie gesagt, ganz viel Arbeit innerlich und ja, bin gespannt, was es noch mit mir machen wird. Ich spüre aber wieder eine Erleichterung, auch im Magen-Darm-Bereich und es ist für mich immer das Zeichen, dass es auf jeden Fall auch ja, schon wirkt. Aber gebt euch da auch noch ein bisschen Zeit, trinkt viel und ja, bleibt in der Intention, dass ihr den alten Müll einfach jetzt loswerden wollt. So, haben wir das auch noch rausbekommen, Daniela? Ich wünsche dir wie immer von Herzen alles, alles Liebe auf deinem Seelenweg, wo dir wie immer völlig egal sein darf, was andere über dich oder dein Leben denken. Denn wichtig ist, wie du dich fühlst. Cheers.